Achtung! Das nachfolgende Video dient einzig und allein zur Unterhaltung. Keine der im Video getroffenen Aussagen ist ernst gemeint. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Was ist eigentlich heute dran mit Spielen? Was ist eigentlich mit Monaco gewesen? Haben die das bei Danzig geschafft mit den 3000? Ha. Frustrierend. Naja, gut. Dann müssen wir wohl Monaco spielen. So, mimimi. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 von A bis Z. Und ich habe mal wieder einen schönen Kommentar bekommen und der ist wirklich so richtig lost. Da hat sich einer aufgeregt, dass ich immer um Likes battle. Das macht ja jeder YouTuber. Also wer es nicht macht, ist quasi kein echter Mensch. Und um eben diese Leute noch ein bisschen mehr zu triggern, würde ich sagen, wenn dieses Video unfassbare 3500 Likes schafft, dann spiele ich als Special mit Zypern. Ja, also deswegen, ihr wisst Bescheid, schön liken und was spielen wir eigentlich heute? Was war es nochmal? Ach ja, Monaco, genau. Die gibt's ja gar nicht, hä? Okay, Mikronationen als Monaco spielen, aber ich muss Jemen auswählen. Okay, jetzt ist es wieder richtig kompliziert, das überanstrengt mein kleines Gehirn schon wieder. Und wo ist Jemen? Ist das Jemen? Also es ist nicht Jemen, aber ist es Jemen? Nee, hä? Da ist Jemen. Darauf musst du erst mal kommen, Alter, dass Jemen nur noch da ist und Indien hier auf einmal sitzt. Ich werde übrigens tatsächlich auch auf Veteranen spielen. Ich weiß nicht genau, was in meinen Gehirnzellen gestorben ist, dass ich das schon wieder mache, aber ich mach's für euch. So, Fun Fact. Wir spielen jetzt gar nicht als Jemen. Wir spielen jetzt als Monaco. Da sind sie. Hier, da unten. Geil. 22.000 Menschen leben hier. Cool. Boah, stell dir vor, wir hätten so viele Abonnenten, wie hier Menschen leben. Das wäre schon richtig geil. Habe ich hier etwa gerade eine Anspielung getroffen? Alter. Digga, das ist ja... Was ist das denn? Hallo? Es ist enttäuschend. Wir haben gar keinen eigenen richtigen Fokusbaum. Das ist gerade sehr enttäuschend. Schande. Ja, es läuft wahrscheinlich doch wieder ein bisschen auf Exploiten hinaus, dass wir ein bisschen Manpower bekommen. Ansonsten bin ich mir gerade nicht so sicher, was wir hier treiben. So, ich habe jetzt wieder ganz dreist die Better Government Mod mit draufgeschoben. Da kann man nicht noch ein paar Sachen machen, die man als Monaco durchaus machen sollte, damit man nicht ein kleines, unbedeutendes Fleckchen Land für Reiche bleibt. Denn wo reich sein allein hilft uns nicht allzu viel. Wir brauchen Menschen für die Armee. Falls wir irgendwann mal Frankreich angreifen wollen oder Italien oder Deutschland oder wer auch immer herrschen wird später. Und natürlich müssen wir eine neue Regierungsform wählen. Ich mag nämlich keine Prinzen an der Macht. Einzige, was ich mag, ist die Prinzenrolle. Aber das war es dann auch wieder. Wenn, dann braucht man schon einen Kaiser. Oder einen Führer. Übrigens, kleiner Funfact, das Video ist ja gesperrt worden damals, ihr habt es ja bestimmt mitbekommen. Also der offizielle Grund war wahrscheinlich tatsächlich wirklich, dass das Hakenkreuz zu sehen war. Meine Güte. Hat mich ja schon etwas überrascht, dass wir trotz einer generellen Akzeptanz immer noch solche Maßnahmen auffahren. Aber ist halt so, müssen wir mit leben. Ich werde mich weiterhin danach richten, aber nicht wundern, dass hier nur wieder Videos verschwinden, wo das halt noch vorkommt. Übrigens, kleiner Funfact, wir haben null Fabriken. Nichts in diesem Land wird nichts produziert. Da leben 22.000 Menschen, die nichts machen. Null. Gar nichts. Überhaupt nichts. Keine Ahnung. Einfach Paradies gefühlt. Muss ja nicht arbeiten. Also gut, wir haben eine Werft, aber da kann ich ja nicht 10.000 Menschen unterbringen. Dann kriegt man direkt mal einen Destroyer bauen. Ist sogar in einem halben Jahr fertig, Alter. Cool. 22.000 Monegassen, die dann gemütlich auf dem Zerstörer nach, keine Ahnung, Korsika segeln, um da dann sich abschießen zu lassen. Ja, aber wir kriegen das schon hin. Wir brauchen Manpower als erstes Mal und den Rest werden wir dann bestimmt nicht sehen. Warum mache ich das nochmal genau? Ah ja, für Geld. Hauptsache, wir können einen Flughafen bauen. So, ihr wollt doch alle verarschen, echt. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Da jetzt hast du eine Wahl. Gehst du auf Kommunismus oder gehst du auf Faschismus? Und generell würde ich hier in dem Fall tatsächlich Faschismus wählen, einfach weil wir nochmal 5% rekrutierbare Bevölkerung bekommen. Und wenn du eh nichts hast, was kämpfen kann, sind 5% nochmal richtig nice. Da brauchst du mich ja auch gar nicht so kritisch von der Seite anschauen. Was? Ich habe gar nicht gesehen. Wir haben Prestigious International Reputation. Das bedeutet, alle finden uns geil. Ha, das ist ja wirklich meine Nation. Mich findet ja wirklich jeder geil. Kam das jetzt ein bisschen arrogant rüber? Ja, sehr gut. Na, das Problem ist nur, wenn wir faschistisch gehen, das habe ich gerade tatsächlich gar nicht richtig bedacht. Wir verlieren voll viele Boni auf monatliche Bevölkerung. Und ich baue immer darauf, dass wir es verbacken und dann einfach unendlich viel Bevölkerung rekrutieren können. Aber das klappt gar nicht als Faschisten. Dann muss ich kurz meinen Plan ändern. Und wir werden Kommunisten. Mein Flagge ist eh schon rot. Machen wir noch eine sichere rein, dann passt es schon. Und einen Hammer natürlich noch. Und wir gucken halt wieder, dass wir Bevölkerungswachstum ohne Ende bekommen und wir ignorieren auch jegliche negative Effekte, weil wir haben eh nichts in unserem Land. Aber wir brauchen Menschen. Viele, viele Menschen.
Bestimmt total lustig, wenn dann dieses kleine Stückchen Land Millionen von Menschen beherbergt. Aber gut, in New York und so geht's ja auch, ne? Allergeilste Agrarökonomie, 100% monatliche Bevölkerung, oh geil. Dicker, die sollen mal ihre hässlichen Soldaten da wegtun, Alter. Ich fühle mich in meiner Autorität bedroht. Haut ab. Dann werde ich hier gleich ganz rot vor Wut. Und die Briten werden gleich ganz braun vor Sorge. Lol, ich habe gar nicht aufgepasst. Wir haben sogar eine Einheit bekommen. Wir haben unsere erste Division. So eine Polizeidivision. Was haben die so drauf? Ach, guck mal. Denk mal, die würden sicherlich heutzutage mit der deutschen Bundeswehr fertig werden, die paar Mann. Haben sogar einen Feldmarschall. Achso, das ist das komische Gesicht aus dem Porträt hier. Der führt die Armee auch noch selber an. Wie arrogant willst du sein? Er so, ja. Ich mach halt alles alleine, denkt er sich. Er ist quasi das, was ich gerne wäre. Diktator und Armeeanführer an einem. Ach, Melting Pot. 100% monatliche Bevölkerung, geil. Captain of Industry, the Warren is realist. Die erhöhen unsere Baugeschwindigkeit. Können wir bei unseren Nullfabriken auch total gebrauchen, ne? Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich habe keinen Plan, was wir hier treiben. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier wird. Ich weiß, absolut keinen Plan. Hoffe, ihr habt wenigstens euren Spaß. Aber wisst ihr, was ich habe? Ich habe einen Holy Eistee. Ah, endlich ist es soweit. grüß euch. Freitag, morgen, gibt es neue Lieferungen von Holy. Ja, wir haben alle lange drauf gewartet. Und endlich ist es soweit. Und es gibt auch unter anderem zum Beispiel Banger wie Piranha wieder. Genauso wie Cobra ist wieder auf Vorrat, aber nicht viel. Also Cobra, Piranha, wenn ihr da Fans seid und das Ganze schon kennt, unbedingt zuschlagen. Maximal 12 Stunden ist das Zeug wieder ausverkauft, gebe ich euch schriftlich. Ansonsten gibt es auch sowas wie Löwe und so hier. Den Boy gibt es auch wieder, den gibt es aber ein bisschen länger. Und das heißt, wenn ihr Holy kennt, weil ihr die Probierpakete schon getestet habt, wie es viele andere auch auf meinen Raten hin gemacht haben, könnt ihr morgen fett zuschlagen. Aber müsst wirklich schnell sein. Oder heute, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wenn ihr es noch immer nicht kennen solltet, holt ihr die Probierpakete. Das Zeug verzichtet auf Zucker, schmeckt hammergeil. Energies und Eistees. Wirklich, das Zeug ist Burner. Ist billiger als Konkurrenzprodukt. Ihr könnt es euch selber anmischen, wie ihr das gerne hättet. Und es gibt immer mehr Geschmacksrichtung. Manchmal leider ausverkauft, weil eben die Nachfrage gigantisch ist und immer weiter steigt. Es gibt auch immer weiter neue Sorten. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ihr findet in der Videobeschreibung alle Links und Codes. Ihr könnt mich dabei unterstützen und selber nochmal Geld sparen. Erste Bestellung 5 Euro mit Krabbe 5 und jede weitere 10% auf die gesamte Bestellung mit dem Code Krabbe. Ja, wir können ja auch noch auf die Wissenschaft setzen. Das erhöht unsere Produktionsboni massiv. Das brauchen wir auch, ne? Habe ich sogar schon ausgewählt. Denn ihr seht, wir bauen Waffen ohne Ende. Wir sind eine reine Waffennation. Oh, meine Freunde, haben unsere ersten Zivilfabriken. Das heißt, wir können damit beginnen, eine Militärfabrik zu bauen. Für Volk und Vaterland. Darf ich das sagen? Ja, ist okay, ne? Volk und Vaterland ist in Ordnung. Weil wirklich Volk haben wir ja nicht bei uns in der Hütte, ne? Wo ist das denn? Sind wir denn hier? Ne, da. 24.000 haben wir. 24.8. Naja, ich sehe gerade, unsere Bauarbeiter arbeiten so schnell, dass wir nur 1,5 Jahre brauchen, um eine Militärfabrik zu bauen. Ne? Das ist doch mal eine stabile Zahl. Ist fast so schnell wie deutsche Autobahnen. Aber nur die Planung. Den Bau der deutschen Autobahn, glaube ich, würden wir in dem Zeitrahmen hier gar nicht schaffen. Digga, ihr habt nicht mal einen Armee-Spezialisten, sehe ich gerade. Das sind ja alles, der eine ist für Luft, der andere für Pferd, der nächste für die Flotte. Ich habe ja nichts davon, deswegen wundere ich mich gerade, was die alle bei mir wollen. Hier soll mal Kaffee holen gehen oder so. Ach, guck mal, wir haben noch den Willen der Menschen. Totaler Blödsinn eigentlich, juckt Wirklichkeit keiner, aber wir tun es mal mit rein. Na, wir wissen ja, Tarnung und Täuschung ist alles. So, und jetzt gibt es 2 Militärfabriken. Sehr schön. Können wir endlich mit der Aufrüstung unserer Soldaten beginnen? Und mit dem Aufbau einer Armee loslegen. Das Ding ist, die Baguettes werden auch kommunistisch. Und die Deutschen sind deutsch. Und führen ja ihren bekannten Bürgerkrieg. Keine Ahnung, wer den gewinnt. Ich hoffe nicht die Deutsche Republik. Oh, wobei, keine Ahnung. Oh, und da gibt es noch eine Stahlmühle. Die gibt uns Stahl. Deswegen heißt sie Stahlmühle. Okay, ich höre schon auf. Aber wir können beginnen mit der Produktion von Small Arms und Artillerie. Geil. Also wir könnten beginnen, aber wir haben ja keine Aus... Ja, wobei, wie wir sehen, wir können auch ohne Ressourcen was produzieren. Also wie das funktioniert, das weiß keiner, aber es geht rein theoretisch. Das ist so, als wenn ich sagen würde, ich lege Gold auf die Bank an, aber ich habe gar kein Gold, ne? Macht auch keinen Sinn. Aber es geht, es geht. Ist ein Lifehack. Solltet ihr auch mal ausprobieren. Na, meine Schwiegermutter spielt auch mit. Das Kamelchor.
Okay, nehmen die Aussage von gerade zurück. Das wäre unfair den Kamelen gegenüber, sorry. Italien hat es übrigens wirklich geschafft, jetzt nicht nur unten mit Somalien und Eritrea im Krieg zu liegen, sondern auch mit Libyen. Keine Ahnung, was der anstellt, der verrückte Alte. Er hat wirklich alles verloren, was sie mal gehabt haben. Zum Glück hat er noch Italien gehalten. Alles klar, Dänemark ist kommunistisch geworden und der Kommentaren beigetreten. So, Dinge, die sonst nie passieren, Paar 97. So, jetzt ist es kommunistisch, wir haben immer noch die gleiche Flagge. Wie langweilig. Was soll denn das? Wo ist mein Hammer und Sichel in der Flagge? Erstmal Mod negativ bewerten, weil wir keinen Hammer und Sichel haben. Also ich sage euch, was jetzt passiert. Wir werden jetzt 5 Jahre lang uns vorbereiten. Daraufhin erklärt uns irgendeine x-beliebige Nation, die größer ist als eine kleine Insel, den Krieg. Und wir kriegen hart auf die Fresse. Ich lösche das Spiel und spiele nie wieder zu Final 4. Genau das wird passieren. Ja gut, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, aber im Großen und Ganzen könnte schon hinkommen. Ey, oh no joke, Alter. Ich schwöre, Kollege Mussolini ist gar nicht so schlecht, wie er aussieht. Der hat Libyen und auch schon Eritrea kalt gemacht. Und was auch immer hier unten ist, macht auch noch gerade kalt. Die Piraten hier. Ja, der Mann ist ja doch ein fähiger Kriegsherr. Wird bestimmt ein ebenbürtiger Gegner für meine Heerscharen von Soldaten. Ja, Freunde, was sagt uns dieses Bild hier? Genau, wir haben den sowjetischen Bürgerkrieg. Jetzt ist nur die Frage, wo ist er denn, der Bürgerkrieg? Wir sehen ihn ja gar nicht. Ach, da unten ist er, hallo. Aber ich erzähle euch mal einen Witz. Die kleinen Zwerge hier werden gewinnen. Oh, unsere erste richtige Division ist auch schon fertig. Sehr schön. Deutsches Reich, wir kommen, um euch kalt zu machen. Ja, übrigens, apropos kalt machen, ist ja gar kein Solo-World-Conquest, ne? Ah, stimmt, ich kann mich ja irgendjemandem anschließen. La, meine Rettung. Ganz vergessen. Aber das Ding ist, wenn ich mich den Baguettes anschließe, ist ja auch blöd, weil dann kann ich sie ja nicht vernichten. Vielleicht schließe ich mich den Sowjets an. Ach nee, das macht auch keinen Sinn. Ach, ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Tja, woher hat die Krabbe das wieder gewusst, dass der den Bürgerkrieg gewinnen wird? Könnte damit zusammenhängen, dass sie immer mit 10 mehr Divisionen spawnen, als die Sowjets haben und deswegen immer easy gewinnen, egal wie groß sie sind. Aber das sind nur Gerüchte, ne? Ja, das ist wieder ärgerlich, weil die Franzosen meinen wieder, sie müssten den Dritten Weltkrieg ausrufen. Weil es natürlich nicht wirklich... Alter, was schaut er denn aus? Könnte auch in Rumänien spielen, der Charakter. Als Graf Dracula. Ich glaube wirklich zum ersten Mal, dass er hier auf die Schnauze bekommen wird, weil Berlin ist auch schon gefallen. Durch den deutschen Staat der Bevölkerung. Ja, so ein Blödsinn. Na toll, jetzt haben die Franzosen und Spanier noch so ein Händchenhaltenbündnis gemacht. Ja gut, soviel zu dem Thema, das sage ich am besten gar nichts mehr zu in Zukunft. Dem einen oder anderen fällt doch vielleicht auf, was meine Lösung zu dem Problem mit Frankreich aktuell ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr es seht. Hat da nicht Mexiko schon jemals den Krieg gegen die Vereinigten Staaten gewonnen? Frag für einen Freund. Diese Katze zeigt Ihnen ihren Arsch. Und warum? Weil Sie den Kanal der Krabbe nicht abonniert haben. Damit Ihnen diese Katze ein freudiges Lächeln schenkt, drücken Sie jetzt auf Abonnieren. Zeig ein freudiges Lächeln. Ja, genau. Super. Ja, damit sind wir jetzt ganz offiziell Hauptsache die Flagge ist schwarz. Ja. Hey, cool, den Typen kenne ich doch irgendwoher. Ah, Italien hat erklärt, Krieg gegen die Grieche. Juckt uns aktuell erstmal noch gar nicht, aber die, was, Alliierten? Hä? Also ich bin ja nicht so bewandert in Geschichte, ne, aber bestanden die Alliierten nicht eigentlich aus anderen Nationen? Darf ich eure Gang, oh, ich könnte der, Alter, ich trete, scheiß drauf, ich trete den bei, Alter, komm, let's go. Let's go! Bring halt schon 30.000 Mann mit, Alter, ne, ich schwöre, ne, wir hatten zu Beginn 20.000 Bevölkerung, jetzt haben wir schon 30.000 Mann in der Armee. Aber soll realistisch sein, wir werden jetzt hier nichts machen können, aber ich, Hauptsache, ich bin dem Krieg mal beigetreten. Hi, ich bin Monaco und ich bin auch dabei. Können wir übrigens nicht darüber reden, dass wir schon wieder gegen die Griechen scheitern? Also es verwundert mich nicht, Griechenland hat immer eine enorm starke Armee gehabt, ne? Nicht umsonst damals die halbe Welt erobert, die Griechen mit ihrem Phalanx. Aber vielleicht sollte einer den Italienern sagen, dass die Zeiten der alten Kriegsführung seit 2000 Jahren vorbei sind und man jetzt mit Artillerie schießen kann, aber naja, ich sag's ihnen nicht. Könnte übrigens ein bisschen zündeln und Frankreich den Krieg erklären. Hätte ja schon Bock drauf, ne? Aber ich glaube, die würden uns platt machen. Aber dann liegen wir am Meeresgrund wie so ein Rochen. Und der Rochen, der heißt Jochen. Sind hier übrigens Jochens Anwesen? Grüße gehen raus. Ah, die Deutschen haben ein paar Schiffe geschickt. Ne, nee, das sind unsere Schiffe. Hä? Warum schauen unsere Schiffe aus wie die Schiffe von Deutschland? Hä? Bin ich jetzt gar nicht mehr Monaco, sondern Deutschland, oder was? Na, sehr schön, dann bekommen die Massen doch noch ihr Deutschland-Gameplay heute. Ah, jetzt ja auch erst gesehen, die Österreicher sind auch faschistisch geworden. Vaterländische Front. Ich habe gerade verräterische Front gelesen. Ganz andere Frage. Warum haben wir eigentlich eine türkische Flagge? Also unsere Soldaten sind Türken, unsere Schiffe sind Deutsche und unsere Stadt ist monegassisch. Das nennt man dann wohl multi-internationale Zusammenstellung oder so. Komm, scheiß drauf. Krawall! Krawall gegen die Baguettes!
Wir lehnen uns auf gegen die Tyrannen aus Frankreich. Es wird Zeit für eine neue Revolution. Ab mit den Köpfen. Vielleicht möchte sich ja das Deutsche Reich ebenfalls noch den Alliierten anschließen, um der Säuberungsaktion gegen Frankreich beizutreten. Ist ja nur so ein Vorschlag, ne? Ja, die Griechen haben kapituliert und aus mir unerklärlichen Gründen fand man es lustig, mir nichts abzugeben. Dabei habe ich doch massig moralische Unterstützung geleistet. Hey, was soll das denn jetzt? Die Spanier haben einfach eiskalt unseren britischen Freunden den Krieg erklärt. Wir, als treue Bündnispartner, als starke Militärnation und als ernstzunehmende Weltmacht werden natürlich höchst selbstverständlich dem Bündnisruf unserer alliierten Freunde beitreten und wahrscheinlich gleich innerhalb von 5 Sekunden auf die Fresse bekommen. Aber ich habe vorgesorgt und habe, ich kann es euch noch nicht zeigen, jetzt habe ich schon 4 Forts gebaut, ja. Wir sind tiefstens gewappnet. Tiefstens. Ich erforsche jetzt übrigens mal ganz nebenbei, achso, habe ich schon erforscht, ah, sehr gut. Boah. Rumänien ist auch diesen humanitären Unität dabei getreten. Ich hoffe ja, dass wir... Alter Italien, bitte! Reißt euch zusammen, Mann! Meine Hoffnung war, dass Italien mich rettet, aber wer rettet mich aktuell? Gar keiner. Ah, wir sind Brasilianer geworden. Cool, wir wechseln unsere Nationalität. Das ist eigentlich eine gute Eigenschaft. Wenn sie übrigens... Alter, China hat einfach den Russen den Krieg erklärt. Und wir versuchen auszubrechen aus unserer Gefangenschaft und versuchen hier Savoyen ein bisschen mitzuerobern. Wäre sehr nett, wenn mir Italien helfen könnte. Und warum hat Italien jetzt das Gebiet eigentlich zugesprochen bekommen? Frag für einen Freund. Mein Freund hat gesagt, ich habe halt Pech. Finde ich jetzt auch nicht so gut. Ja, natürlich dürfen die Chinesen ihre Schiffchen und meine Häfelchen anlegen. Freilich. Sollten die Überfahrt wirklich überstehen, sind meine Häfen mehr als nur offen. Unsere Polizeidivision ist übrigens desertiert. Die gibt's nicht mehr. Ja. Die Situation ist generell gerade ein bisschen schlecht für meinen Geschmack. Und so wartet die alliierte Welt auf den Kriegsbeitritt des Deutschen Reichs. Nur ein tapferer Führer kann nun noch die Hoffnung der Faschisten der Erde retten. Finde es ja freundlich, dass ihr meine Hauptstadt verteidigt, aber es wäre vielleicht erstmal ein bisschen besser, Italien zu verteidigen. Naja, immerhin inzwischen haben wir 560 Soldaten jede Woche. Nee, Geschmarre. Jeden Monat. Nee, 1000 Mann jeden Monat. So, jetzt hat es so, ist richtig. Mathe 6 Sätzen, danke. Oh, Hilfe! Und da ist der Bürgerkrieg ausbricht, dann alte vier ich. Yo, Digga, was ist denn da los? Sheesh, die nehmen die... Was zur Hölle, Alter, die nehmen die ja gerade komplett... Ja, die haben auch keine Truppen, okay. Spanien ist so ein bisschen Kindergeburtstag. Immerhin, ich habe 2% War-Support, das ist halt echt nicht schlecht eigentlich. Die Spanier gehen ja jetzt hart baden, aber das ändert nichts daran, dass wir immer noch relativ viele starke Feinde gegen uns haben. Na gut, der Krieg in Spanien war in etwa so interessant wie das Wachstum der kleinen bengalischen Bergziege. Hoffen wir mal, dass die Franzosen, Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien einen etwas größeren Widerstand leisten. Und ja, ich habe die Tschechoslowakei vergessen, aber das ist egal. Das ist mal ohne Witz, ne? Die Briten haben einfach 224 Divisions, die Italiener 153 und die Franzosen und Co. haben gar nichts. Die haben irgendwie ihre Truppen alle weggeschmissen. Na gut, so ein Kommunisten, aber trotzdem. Aber hier an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, die meinen Kanal unabhängig von Werbeeinnahmen finanzieren. Das sind Kanalmitglieder und Leute, die mir hin und wieder ein paar Spenden da lassen. Großes Dankeschön auch nochmal an euch, dass ihr hier mich so derart noch extra zusätzlich unterstützt. Es noch viel geiler ist. Das ist noch viel geiler. Au, okay, wobei. Okay, gut. Nur noch Rumänien ist mit. Aber trotzdem, weil ich dachte kurz, dass alle anderen Nationen auch automatisch mit surrendern. Da habe ich mich jetzt nur leider getäuscht. Ja, ich bin relativ happy. Ich weiß zwar nicht warum, aber die Briten und Italiener haben mir doch relativ schöne große Stücke Länder reingelassen. Macht jetzt meinen Plan zunichte, nachher dann wieder kommunistisch zu werden und weiter zu trollen. Aber ja, wir schauen halt mal, was wir als nächstes treiben. Zuerst mal müssen wir die Gebiete natürlich integrieren. Kostet zum Glück nicht so viel, weil es eigentlich eh alles rein historisch unsere Gebiete sind. Ne? Hier Monaco war schon immer großreich, wissen wir ja alle. Schaut ein bisschen aus wie Vichy-Frank. Also zu 100%, Alter, what the fuck? Das war auch noch Zufall, das war gar nicht geplant. Das ist quasi Vichy-Monaco. Wo kommt jetzt eigentlich Liechtenstein auf einmal her? Davon abgesehen, dass ich böser Mensch einfach ganz frech gerade den Schweizern den Krieg erklären will. Wo ist Liechtenstein? Hä? LOL, Alter. Digga, hör auf. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Cool, Deutschland einfach Claim drauf. Aber gut versteckt auf alle Fälle in ihrer Höhle da. Ungarn ist auch den Alliierten beigetreten. Das ist sehr problematisch jetzt für Ungarn vor allem, glaube ich. Oh, jetzt wird's böse. Jetzt wird's interessant. Oh, shit. Die großen bösen Männer aus dem Osten sind soeben einem großen bösen Bündnis beigetreten.
Ja, und ich mache ein bisschen Krawall hier. Scheiß drauf. Ich weiß nicht warum, aber ich hätte irgendwie gerade voll Bock, gegen die Deutschen Krieg zu führen. Wir lassen es nur mal kurz sein, weil ich glaube, das wäre ein bisschen Overkill jetzt gegen die Deutschen, weil die sind... So stark sind sie gar nicht, aber wir lassen es noch sein. Das wird hier wieder ein richtiger Menschendrescher, ich sag's euch. Das wird hier eine richtige Menschensterbemaschinerie. Oh. Oder auch nicht. Hey, wie viele Truppen wir haben, ey. Gott, ist ja besorgniserregend. Jetzt haben sie, ja gut, natürlich Dänemark ist kommunistisch, klar, dass sie irgendwann beitreten, aber die sind relativ ungefährlich hier. Hä, Digga, irgendein Inka-Empire hat gerade irgendwas gemacht. Was für Inka-Empire, hä? LOL. Hä, wo kommen die denn? Was für Inka-Empire? Hä, was seid ihr? Hä? Okay, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht mal, wieso und weshalb, aber es ist super coole Sache trotz allem. Oh, tschechisches Equipment. Ja, klar. Die Inka halt, ne? Ja. Früher war es mal Peru, jetzt ist es das Inka-Empire. Ja, Jugoslawien und Bulgarien haben kapituliert. Ich habe nichts davon bekommen und aus irgendwelchen Gründen fand es Zika immer wieder total lustig, kleine Smarties im Reich zu hinterlassen. Viele, viele bunte Smarties. Ja, ich glaube, Tschechoslowakei hat auch keine Chance und die Sowjets bekommen auch hart die Nudel verprügelt. Ja, ich sag mal, die Russen, die kriegen hart aufs Schnauzbrett und die sind eigentlich stark. Die haben eine Million Mann. Wo sind die Millionen Mann? Verstecken die sich in russischen Arbeitslagern? Vielleicht hat Kollege Trotzki mit der Säuberung ein bisschen übertrieben. Auch die Freunde aus der Türkei sind keine große Hilfe, aber das könnte auch damit zusammenhängen, dass sogar die Japaner die weite Fahrt auf sich genommen haben, um türkisches Gebiet zu besuchen. Mussten übrigens enttäuscht feststellen, dass es zu dem Zeitpunkt in der Türkei gar keine Döner gab und mussten ihr eigenes Essen mitbringen. Muss übrigens an der Stelle meinen tiefsten Respekt aussprechen. Kollege Lazaro ist nämlich immer noch im Krieg gegen die Amis. Ich glaube, so lange hat er noch nie durchgehalten, zumindest seitdem ich das Ganze hier beobachte. Denke trotzdem, dass die Amis jetzt langfristig gewinnen sollten, denn der Bär erwacht, wie man immer so schön sagt, und wird wahrscheinlich bald über die Ameise hinweg trampeln. So in etwa geht es den Sowjets übrigens auch aktuell, die werden auch zertrampelt. Oh, Moskau ist auch schon gefallen, meine Güte, ist ja die Tour de Moskau in einem neuen Rekordtempo. Vielleicht findet ihr dieses Video bald in den Leaderboards von H2N4, ist die schnellste Zerstörung des Kommunismus in H2N4. Ich hier hingegen chill meine Nuggets und weiß nicht, was ich machen soll, weil wir eh viel zu schwach sind und ich aktuell noch darauf warte, dass unsere ganzen neu eroberten Provinzen endlich integriert werden. Dauert aber noch eine Weile, beziehungsweise viel zu teuer kann ich mir gar nicht leisten, aber die andere Hälfte wird schon integriert. Ey, sagst du ja, das sind alles Geier hier, die Italiener und die Briten. Ich habe jetzt mal ein paar Gebiete gekort, haben ein paar Soldaten und so. Und die Briten und die Italiener gleich, gib mal bitte Garnison, Hilfe, brauchen dringend Truppen. Ihr hört halt auf, eure gesamten Truppen nach Russland zu schicken, habt doch welche für eure eigenen Garnisonen, ey. Aber wir können einen Deal machen, ich schicke euch 1000 Mann und ich kriege 1100 zurück. 10% Zinsen pro Monat. Da schicke ich euch auch eine Mille. Das wäre auch nochmal ein Feature, oder? Truppen verleihen mit hohen Zinsen. Mieten Sie noch heute 500.000 starke monegassische Soldaten und schicken Sie 550.000 nach einem Monat zurück. Ansonsten kommt unser russisches chinesisches Inkasso vorbei und prügelt Ihnen die Tür kaputt. Gut, es gab einen Bürgerkrieg. So viel sage ich euch. Den haben wir gewonnen, weil sie keine Truppen hatten. Aber wir sind jetzt in keinem Bündnis mehr und ich bin mir nicht ganz sicher, was hier jetzt noch abgehen wird gleich, aber es wird sehr lustig. Ich trete doch kein Bündnis mehr bei. Wir treten allen Bündnissen aus. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich gebe denen keine Garnison mehr. Und das Deutsche Reich will uns den Krieg erklären. Auch sehr chillig. Ja, das war es ganz offiziell mit dem Kommunismus. Damit bin ich das letzte Kommunistische auf Erden. Was relativ lustig ist, weil wir auch schon mal alles waren. Wir waren neutral. Wir waren Faschisten, Kommunisten. Und jetzt sind wir die letzten Kommunisten eigentlich hier mehr oder weniger. Und haben dank dem Bürgerkrieg nicht mal Truppen. Oben im Norden gibt's eine Wikinger-Schlägerei zwischen Norwegen und Schweden. Der König Gustav Adolf VI. Hätte gerne ein bisschen was demokratisches Norwegen zum Frühstück. Ja, und China hat sich Dänemark geholt. So sinnbefreit. Dänemark in China, Gott auf. Also Britannien erklärt aktuell allen den Krieg. Also China, Indien, irgendwelchen anderen Ländern, die ich nicht aussprechen kann. Amerika, Kanada, also die sind richtig am Ausrasten. Das gefällt mir, das können wir bestimmt für uns ausnutzen. Werden wir nachher wieder ein bisschen Stab machen. Wir haben übrigens ein entspanntes Wachstum von 40.000 im Monat. Ja, und jetzt ist der Spaß vorbei, denn
Wir sind im Krieg mit dem Deutschen Reich. Das ist erstmal nicht problematisch, wobei wir sollten uns vielleicht Küstenverteidigung ein bisschen aneignen. Aber bleibt es natürlich abzuwarten. Die haben immer Luxemburg mit reingerufen. Vor Luxemburg habe ich richtig Angst. Digga, woher haben die 40.000 Mann? So viele Menschen leben da gar nicht. Solange die Deutschen nicht den Alliierten beitreten, ist alles cool. Ansonsten ist es nicht mehr so cool. Weil dann ziehen die mir die Hose aus. Ja, Schweden hat zwar gewonnen, aber hat sich dazu entschlossen, Norwegen als kleinen Vasallen zu behalten. Aber nicht als Vasallen, sondern eher so nach dem Motto, wenn du was machst, hau ich dich kaputt. Ja, Schweden denkt sich, Finnland ist ja auch noch da. Boah, ich hab die Karte noch gar nicht groß angeschaut. Das schaut so sehr beeindruckend aus, was die Briten da aufgestellt haben. Ja, der Krieg mit den Deutschen ist ein Highlight. Das ist so interessant, dass ich gerade überlege, einzuschlafen. Ja, wisst ihr was? Würde mal sagen, Monaco hat ein bisschen zu viel am Geld geschnüffelt und wird wahrscheinlich gleich Italien den Krieg erklären. Bevor wir jetzt hier bis zum Untergang der Welt warten müssen, bis die Deutschen mal irgendwie in der Lage sind, ihre Truppen herzubewegen, kommen wir doch einfach zu den Deutschen. Und ich denke, jeder mit mehr als einer Gehirnzelle wird genauso wie ich auch wissen, dass das hier eine relativ interessante und aussichtslose Situation werden dürfte. Denn wir haben keine Fabriken. Und das heißt, wir kämpfen ohne Waffen. Wobei unsere Truppen hier jetzt erstmal ausgestattet sind, aber wenn welche sterben, haben wir ein Problem. Wir warten noch ein bisschen. Wir warten noch kurz. Jetzt wird es doch nochmal aber richtig interessant. Deutschland hat Österreich annektiert 1943 und China ist der Achse beigetreten. Okay. Wir machen es jetzt ganz anders. Wir treten den Briten nochmal bei. Let's go. Ein Krieg gegen die Briten und Co. hätte eh nicht gewonnen. Deswegen machen wir jetzt einfach die Achse kalt. Let's go, Leute. Ja, ist ein kleines Bündnis, was wir da zusammengestellt haben. Ganz klein. Müssen sie nur noch alle gegen die Deutschen beitreten. Es fehlt eigentlich nur noch Italien aktuell. Und es beginnt, Freunde, es beginnt. Nieder mit dem Deutschen Reich. Ich hätte zwar nie gedacht, dass es so ausgeht, aber irgendwie finde ich es lustig. Oh, wir haben 11,6 Millionen Mann. Gegenüber 5 Millionen. Alter, die Briten haben 530 Divisionen. Kein Wunder, dass mein Spiel so langsam läuft wie eine Schnecke. Also sind Deutschen schon lassen. Sie sind zähe Burschen, haben schon fast 230.000 Mann verloren. Das ist nicht so freundlich. Trotz allem gehen wir natürlich alle von einem schnellen Sieg gegen die deutschen Truppen aus. Und am 8. Februar 1944 hat das Deutsche Reich ganz offiziell kapituliert, ne? Das gibt uns damit ganz offiziell diese Weltansicht. Und damit, meine Freunde, sehen wir vor allem eins, nämlich alle sind am Arsch, die nicht zu uns gehören. Ich hätte nicht mal geglaubt, dass wir überhaupt die kleine Provinz Monaco verlassen können, haben uns aber eine relativ beachtliche Nation aufgebaut, haben einen gewissen Bevölkerungszuwachs von fast 100.000 Rekrutierbaren pro Monat. Ich bin relativ zufrieden, wir haben auch 1 Million Mann im Feld und ich habe keine Ahnung, wie wir die geschafft haben. Und trotz allem können wir sagen, die großen Gewinner in diesem Run heute sind die Briten, gefolgt von den Italienern. Hätte ich nicht geglaubt, herzlichen Glückwunsch da an der Stelle und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte ihn auf alle Fälle. Wir werden uns nicht noch die blauen Augen abholen gegen Italien und Britannien. Wir geben uns einfach hier als drittstärkste Nation zufrieden. Ich danke euch allen fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nur nicht vergessen, keine Krabben essen.